Leute, wir sind in Dänemark und ihr offensichtlich auch. Ja, nach einer langen Tour über die Grenze haben wir einen Campingplatz gefunden, waren total fertig gewesen von der Reise und genau da geht es heute weiter. Viel Spaß! Sind aber schöne Schafe, vor allem dieses Fette da hinten, was so viel Wolle hat. Wir nehmen eins mit nach Hause. Guten Morgen vom Campingplatz. Jo, wir haben super gut geschlafen. Es war eine ganz ruhige Nacht und nachdem wir gestern so erledigt hierher gekommen sind und so mies gelaunt waren, weil wir einfach irgendwie irgendwo gelandet sind, ohne das genauer beeinflussen zu können, muss man schon sagen, ist es heute noch mal ganz anders. Also wir haben wirklich sicher und gut gestanden und konnten das sehr gut genießen. Machen wir uns jetzt aber langsam auf den Weg, beziehungsweise den Bus fertig, um dann so eine Stunde noch mal abfahren zu können. Stefan ist duschen, der Hund kriegt gerade Fressen und jo, es geht weiter Richtung Norden. Ja, da guckst du, Pinzi. Wir haben erstmal noch ein bisschen Wasser entsorgt und also Abwasser entsorgt und haben uns dann auf den Weg in Richtung Norden gemacht, am liebsten entlang der Küste. Und die erste Mission des Tages war, einen schönen kleinen süßen Platz mit Meerblick zum Frühstücken zu finden. Voilà! La Mer. Päuschen. Das schmeckt besonders gut. Unserem kleinen Snack sind wir dann hier gelandet. Das ist Riebe und Riebe lag zufälligerweise auf unserem Weg und während der Fahrt hatte ich noch ein bisschen meinen Reiseführer zur Rate gezogen und da stand drin älteste Stadt Dänemarks und da dachten wir, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Hier war es tatsächlich so, dass diese Stadt komplett ja, ohne Leben war. Das einzige Lebendige waren die Touristen gewesen. Alles andere ist wunderschön hergerichtet, wie eine Kulisse aus einer anderen Zeit. Sehr, sehr schön anzusehen, aber das wahrhaftige Dänemark war das in unseren Augen nicht. Um das richtige Dänemark kennenzulernen, haben wir uns dann gedacht, gehen wir doch mal einkaufen und sind dann in einen Footix ein paar Lebensmittel einholen und ja, so ein bisschen hat man die Dänen dann dort getroffen. Footix ist übrigens echt ein cooler, sehr schicker Supermarkt
und man findet doch allerlei Leckereien dort. Auf Plantage Bay. Nach 300 Metern im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt, Ringferien, Route 11 Main. So, jetzt aber wieder ab Richtung Meer. Wie immer wollen wir versuchen, so viel wie möglich an der Küste entlang zu fahren und mal sehen, ob uns das gelingt. Katastrophe Bay. Im ersten Versuch kam das dicke Ende an einer Brücke, die nur Gewichte bis zu 2 Tonnen zugelassen hat. Und darauf war für uns Schluss. Und da wir aber trotzdem unbedingt am Meer entlang fahren möchten, gell? Haben wir die nächste Straße genommen, die hoffentlich uns jetzt hinter die Brücke bringt. Wir werden sehen. Da ist die Brücke, über die wir nicht drüber können. So, an der Brücke, an der wir vorher nicht vorbeigekommen sind, sind wir jetzt wieder hingekommen und hatten ein wunderbares Picknick dort und haben noch ein bisschen umgeschaut und jetzt geht es schon wieder weiter. Ah ja, und wir haben die ersten Leckereien aus Dänemark inhaliert. Ich glaube, das eine waren Kanelsnäckle oder so ähnlich, also wie heißt das? Zimtschnecken. Zimtschneckchen vielleicht sogar und ein Schokokuchen. Auf Kamaslus Ewey nach Norden Richtung Katastrophe Bay starten, dann links abbiegen auf Katastrophe Bay. Also ich glaube, der Katastrophe Bay ist genau das Richtige für uns jetzt. Das ist unser auf Weg. Auf den fahren wir jetzt. Der Katastrophe Bay. Ja, am Ende war der Katastrophe Way gar nicht mal so katastrophal und nach einiger Zeit und einigen Umwegen sind wir irgendwann auf die Höhe von Esbjerg gelandet. Esbjerg ist die Stadt mit dem größten Industriehafen auf der Nordseite Dänemarks. Und da uns wieder ein kleines Hüngerchen geplagt hat und wir Häfen sehr lieben, haben wir uns auf die Suche nach einem kleinen Snack gemacht. Lieblingsplatz wahrscheinlich. Eine kleine Abwechslung zu unserem Sightseeing-Bummel in Ribe. Und hier hatten wir jetzt unser allerersten dänischen Hotdog vom Hafengrill. Weiter geht's jetzt wieder. Von deiner besten Seite, hä? Pinzi! Gehst du in den Kurbel? Oh, ab in den Kurbel, es geht gleich los. In den Kurbel? Wir starten wieder, ab in den Kurbel. Wir fahren los. Ja, sorry. Das Bräuchchen möchte hinein, ab in den Kurbel. Komm, hüpf dich runter. Super! Als wir aus Esbjerg rausgefahren sind, haben wir schon in der Ferne diese weißen Skulpturen am Meer gesehen und scheinbar ist das das Wahrzeichen von Esbjerg,
Das ist eine Skulpturengruppe, die auf das Meer hinausschaut und sie heißt Der Mensch am Meer. Geradeaus auf Strandpromenaden. Nach 500 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Ich halte mal kurz hier und programmiere wieder. Ich mache ein Foto. Hier am Blavan-Strand haben wir tatsächlich eine kleine Pause eingelegt. Zum einen, weil wir unsere Navigation ein bisschen justieren wollten. Auf der anderen Seite braucht man nach einer langen Fahrt doch mal ein bisschen Pause. Blavand bedeutet übrigens blaues Wasser und wie ihr sehen konntet, es war wunderschön blau. Was sucht sich denn? Dies ist keine Einbahnstraße. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wir sind auf Skallingen, ein Naturschutzgebiet im nördlichen Wattenmeer zwischen Blavand und Fanø. Die Halbinsel ist relativ neu und hat eine Fläche von ca. 2000 Hektar. Relativ neu bedeutet hier, dass die Insel aufgrund des Windes und der Gezeiten immer wieder Veränderungen ausgesetzt ist. Das heißt, Land wird abgebaut oder angebaut und deswegen relativ neu. Nach diesem langen ersten Tag waren wir echt froh, dass wir ganz in der Nähe noch einen kleinen privaten Campingplatz gefunden haben und sogar noch ein Plätzchen für uns frei war. Wir haben in aller Ruhe den Tag ausklingen lassen und am nächsten Morgen gleich mit einer Erkundung der Gegend gestartet. Thank you.
befinden uns auf der Anfahrt zum Lavanshuk Fyr. Das ist ein Leuchtturm, einer der vielen Leuchttürme in Dänemark. Und wir sind wohl zum falschen Zeitpunkt da, weil schaut's euch an. Der Blåvandshuk Fyr ist der westlichste Leuchtturm Dänemarks und er warnt vor dem gefährlichen Hornsreff. Drumherum findet man die Reste des Atlantikwalls, einen Truppenübungsplatz, das Meer und die Dünen. Und alles das mitten in der Hochsaison. Aus der Lore. Ich weiß schon nicht mehr, welcher Tag heute ist. Dienstag. Ah, einer weiß es. Wir tuckern gerade über eine Schotterstraße durch das Truppenübungs- oder Eintruppenübungsgelände, Truppenübungsgelände der Dänen. Sind noch vorher an einem Leuchtturm gewesen und haben versucht, den Menschenmassen ein bisschen auszuweichen. Also keine Chance. Keine Chance, genau. Wir haben August, es ist Hochsaison. Es sind verdammt viele Menschen unterwegs und wir möchten ehrlich gesagt nie mehr wieder im August Urlaub haben. Wir sind auch unterwegs, nämlich weg hier. Ja. Nächster Punkt, den wir jetzt erreichen möchten, ist ein Strand. Die Namen von dänischen Stränden sind mir einfach noch nicht so ganz geläufig. Stefan hat sich's vielleicht gemerkt? Nee. Auch nicht. Wir sagen es euch nachher dann nochmal. Wir genießen jetzt hier die Ruhe, würde ich mal sagen. Schön ruhig ist es hier. Kein Mensch zu sehen. Ein Auto, okay. Bis später. Ich sag doch vor der Kamera nichts von Mösen. Das hast du dir jetzt ausgedacht, oder? Das hättest du jetzt gerne hören wollen. Die ist auch geil, die Straße. Der unaussprechliche Strand heißt übrigens Börsmose-Strand. Wahrscheinlich, wir wissen es leider nicht so genau. Was für ein Auto suchen wir? Noah. Noah. Grau. Was ist es denn für ein Auto? Hier wollen wir Insta-Freunde treffen und mit ihnen gemeinsam einen Nachmittag verbringen.
ist übrigens jetzt unser zweiter Autostrand. So schaut der aus. Die Insta-Freunde, die wir treffen wollen, heißen übrigens Pina Colada Liebe und Camper Kulinarik. Oder Lisa und Chris. Wir finden es immer wieder schön, Leute aus der Community zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen. Manchmal lernt man auch einige Dinge wieder dazu oder findet andere Sachen heraus und wir finden das immer sehr bereichernd. Wir hatten einen super Nachmittag und wer weiß, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen.